Ich werde einen Schlussstrich ziehen. Und zwar endgültig. Ich rede natürlich von Juri. Ich sag dir jetzt mal was. Du hast eh keine Chance bei dem Typ. Der steht bestimmt nur auf Models. Siehst du, dass es ein Mädchen wird? Aber auf diesem Bild, da sieht unser Baby aus wie eine Gurke. Was? Komm schon, ein Tanz. Ich will nur einen Tanz. 4 Töchter. Du bist eine Frau, du weißt gar nicht, was das für ein Mann bedeutet. Los, Jungs, macht ein Bild von mir und dem dicken Fliegenpilz. Tschüss! Frau Dr. Schöndahl hat doch eben noch mal einen Ultraschall gemacht. Da hat sich dann doch noch eine Kleinigkeit verändert. Du bekommst endlich deinen Sohn! Oh mein Gott! Yeah! 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 Oh. Du entschuldigst dich jetzt bei ihr. Oh. Ich warte. Oh. Zum letzten Mal. Du entschuldigst dich bei ihr. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich höre nicht. Es tut mir leid. Schwinde, du Arschloch. Dir ist es immer noch peinlich, wenn ich dich von der Arbeit abhole. Nein, du sollst doch nicht tausendmal hupen. Und du musst auch nicht so einen Umweg fahren. Ich weiß leider um die Ecke. Vom Medienhafen bis nach Hellerhof sind es locker 25 Minuten. Ja, ich war nicht im Büro, ich war beim Therapeuten. Oh, gut. Und was hat er gesagt? Dass ich ein hoffnungsloser Fall bin. Zumindest was dich betrifft. Und wie schätzt du den Rest der Lage so ein? Strenges Arztgeheimnis. Du bist aber kein Arzt. Ich könnte ja mal so tun. Ich glaube, die Patientin braucht dringend vorher eine Dusche. Ich stand den ganzen Tag an der Schleifmaschine. Du brauchst da bestimmt Hilfe, oder? Mhm. Nein. Du machst es dir jetzt bequem und ich brauche maximal 10 Minuten. Sag mal, was war das denn bitte? Wieso hat Juri diesem Kerl die Nasenlöcher ausgeleiert? Das ist nicht durchgeknallt. Ne, wow. Da! Hat mich einfach stehen lassen. Übrigens nur wegen dir. Danke. Überall gesucht. Ist alles okay? Also das, was du vorhin mit dem Typen gemacht hast, das war... Also ich wollte mich natürlich... Ich wollte mich bedanken. Nee, nee, nee. Tristan. Dana. Ist Bella da? Sie duscht gerade. Ich wollte sie nur an das Fußballspiel heute Abend erinnern. In einer Stunde ist Anstoß. Bella ist ja manchmal ein bisschen verpeilt. Was, heute? Ja. Okay, ich sag ihr Bescheid. Gut. Es gibt Bier und Pizza, also du bist auch herzlich eingeladen, wenn du magst. Mhm. Tschüss. Tschüss. An manchen Stellen müssen wir die Anforderungsprofile nachbessern. Also ehrlich gesagt, interessiert mich nicht, ob ein Mitarbeiter Humor hat. Was für mich zählt, ist Fachkompetenz. Aber die Bewertung der Fachkompetenz soll ja auch nicht gestrichen werden. Es geht um eine ganzheitlichere Beurteilung. Aha! Ganzheitlich? Das klingt irgendwie wie Räucherstäbchen und Teestube. Also, und du klingst wie ein ewig Gestriger, der von modernem Personalmanagement überhaupt keine Ahnung hat. Tja,
Was soll ich machen? Ich bin eben Dinosaurier. Für mich zählen noch so altmodische Werte wie Ausbildung oder auch Qualifikation. Fehlbesetzungen sind teuer. Mhm. Und je genauer und strukturierter wir die Anforderungen an die Stelle und den Mitarbeiter... Entschuldige mich kurz. Thomas, was gibt's? Ich frage mich, wo du bleibst. Der Tisch beim Italiener. Habe ich abgesagt. Ah, verdammt. Kann ich das wieder gut machen? Komm einfach bald nach Hause. Versprochen. Tschüss, mein Schatz. Wir besprechen das morgen weiter. Moment, wie bitte? Ja, es ist spät. Ich mache Feierabend. Und wenn du noch bleiben willst, dann wirf doch noch mal einen Blick auf die Anforderungsprofile. Vielleicht findest du doch noch einen Zugang dazu. Moment mal, ein Punkt, der für mich ja immer ausgesprochen wichtig ist, ist Belastbarkeit. Was steht denn da in deinem Profil? Also bei mindestens 10 Überstunden die Woche muss ich mir da überhaupt keine Sorgen machen. Hm. Gute Nacht, Dino. Hm. Du warst vorhin so wütend, so aggressiv. Das, was du gerade gesehen hast von mir. Ich wollte dir keine Angst machen. Nein, nein. Verwöhnten Kinder, die denken, sie können mit anderen Menschen machen, was sie wollen. Die anderen behandeln wie ein Stück Scheiße. Dabei sind sie selber ein Stück Scheiße. Und dafür hassen die sich. Und da machen die mit anderen, was sie wollen. Machen andere zu Opfern. Nur damit sie sich selber besser fühlen. Ich hasse diese Typen. Du, ich kenne das schon. Leute, die sich über mich lustig machen, das... Das ist echt nicht schlimm, ehrlich. Niemand hat das Recht, dich zu erniedrigen. Niemand. Dass jemand anders ist, das ist okay. Der Fehler liegt nicht bei dir. Typen so wie der da sind schuld daran, dass ich keine Menschen mag. Wegen solchen Typen bin ich lieber allein. Aber jetzt gerade bist du gar nicht allein. Wo willst du hin? Arbeiten. Jetzt noch? Bist du okay? Ja. Ruf den Taxi. Nee, du bist überhaupt nicht... Das ist überhaupt nicht nötig. Oh, Scheiße. So, gib Gas, Alter. Was hast du denn da? Kleines Geschenk für unseren Stammhalter. Ach, wohl eher für dich, hä? Ich meine, bis unser Kronprinz damit spielen kann, vergehen ja wohl noch ein paar Jahre. Ein Mann kann gar nicht früh genug damit anfangen, sich für Autos zu interessieren. Oh, auch wenn das Essen dabei kalt wird. Hier, ich bin gerade beim Italiener reingehüpft. Du bist ein Engel. Lass mal, ich mach das. Du hast vorhin genug getan. Ach, ja, stimmt, es war echt ein langer Tag. Und nicht der erste in dieser Woche. Hast du meine Hausschuhe gesehen? Und vorletzte Woche. Und von davor ganz zu schweigen. Ah, ich bin durch die Umstrukturierung im Moment einfach besonders gefordert. Du bist aber auch schwanger. Stimmt, du. Das habe ich ganz vergessen.
Vicky, du sollst dich wirklich schonen. Ich mache mir Sorgen. Pass auf, Thomas, mir geht's wirklich gut. Außer, dass ich einen mordsmäßigen Hunger habe. Capricciosa. Ah, jetzt ein paar fettige Kohlenhydrate und dann mache ich dich beim Autorennen fertig. Das wollen wir doch erst mal sehen. Ist das vegetarisch? Spannend. Eben war da. Ich wäre soweit, Herr Doktor. Ich will dich. Du hast mich. Anfängerglück. Hallo. Komm, halt dich rum. Hallo. Oh, was ist denn los hier? Ist die neu? Geschenk für unseren Sohn. Ein Mann kann nicht früh genug damit anfangen, sich für Autos zu interessieren. Ja. Na dann. Sag mal, Martha, wie war dein Abend? Komisch. Aber irgendwie auch gut. Ich war mit Anna und Jessica im No Limits. Willst du auch mal eine Runde drehen? Ah, es ist schon spät. Ich muss morgen echt fit sein. Ja, dann. Schlaf schön. Gute Nacht und euch noch viel Spaß. So. Wir sollen auch langsam ins Bett. Du kneifst. Ist wirklich schon spät. Du hast einfach Angst, noch mal zu verlieren. Gib's doch zu. Der Abend muss ja noch nicht zu Ende sein, schöne Frau. Ah. Was ist denn? Was hast du? Oh, es war einfach nur ein Ziepen. Vicky, versprichst du mir was? Morgen keine Überstunden mehr. Thomas, es war nur ein Ziepen. Es ist schon vorbei. Also komm, hilf mir hoch und mach bloß keine Panik. Sonne auf, nimmt dein Schicksal seinen Lauf, erlischt irgendwo ein Stern, scheint das Glück unendlich fern, werden Zwillinge geboren und Liebeslügen geschworen, werden Hoffnungen zerstört und ein Gebet erhört und irgendwo wird's gerade Sommer. Und anderswo schon Herbst. Und Menschen glauben fest daran, dass ihre Jugend wiederkehrt. Und als einer von Millionen steh ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als einer von Millionen, der an Erinnerungen hängt, fühl ich da. Gleich ein. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, das habe ich ganz vergessen. Hm? Morgen ist die Music Gala. Ich will hin und ich will, dass du mich begleitest. Eine Gala? Das ganze Programm. Stars, roter Teppich, Champagner. Das ist ja ein Albtraum. Jetzt komm schon. Ehrlich, Tristan, das ist einfach nichts für mich. Woher weißt du das, wenn du noch nie da warst? Naja, die Vorstellung reicht schon. Ich muss sein, das ist ein Pflichttermin in der Branche. Ich halte dich doch auch gar nicht davon ab. Ja, aber ich will mit dir dahin. Aber dann muss ich da über den roten Teppich und nachher stolper ich. 1000 Fotografen, die knipsen dann ein Bild davon. Das
Bitte, bitte nicht. Okay, Kompromisse. Sparen uns einen roten Teppich und ich schleuse dich durch die Hintertür rein. Abgemacht. Aber ich kenne da doch keinen. Du kennst mich. Es wird gut, glaub mir. Ich weiß nicht. Tristan. In diesem Moment schließen Augen sich für immer. Scheint ein kleiner Hoffnungsschimmer, wird ein geschenktes Herz zur Last. Und durch Mitleid. Los, Jungs, macht ein Bild von mir und dem dicken Fliegenpilz. Wird ein Mensch zum Kampf gedrillt. Und ein Diktator Scheiße, Mann, das poste ich direkt. Wird die große Chance verpasst. Und am Sterbebett. Du entschuldigst dich bei ihr. Entschuldigung. Es tut mir leid. Dass ein Plan dahinter steckt, zeigt sich für mich nicht. Und als einer von Millionen steh ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als einer von Millionen, der an Erinnerungen hängt, fühl ich, dass du gerade hier bist. In diesem Moment fragen nach dem Zuschauer sahen das Spiel in der ausverkauften Düsseldorfer Arena. Das leider mit einem glücklichen. Morgen, Charlie. Guten Morgen. Na, ist Tristan auch da? Ja, im Bad, wieso? Vielleicht will er ja mit frühstücken. Kaffee schon fertig? Die dauert noch einen Moment. Vor auf die German Music Gala, die heute Abend im Kulturpalast stattfindet. Für das Event haben sich einige hochkarätige Stars der Branche angekündigt, international und national. Und die ersten wurden angeblich auch schon gesichtet. Bleibt dran, wir schalten später live zum roten Teppich. Tristan hat Karten und will mich mitnehmen. Was? Ja, ich mag aber nicht. Ja, das ist toll. Ich war vor zig Jahren mal da. Wir hatten so viel Spaß. Wer ist wir? Ach du, zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade eine flüchtige Bekanntschaft mit einem Baron. Oh mein Gott. Ja, ich war immer lieber mittendrin als nur dabei. Warum gehst du nicht mit Tristan dahin? Ich glaube, das würde ihm nicht gefallen. Wo ist denn dein Problem, Schätzchen? Diese ganzen Schickimicki-Veranstaltungen, das ist einfach nicht meine Welt. Ja, das weiß ich und das muss es ja auch nicht. Aber weißt du, es ist einfach spannend, da mal reinzuschauen. Ach, ich fühle mich zwischen diesen aufgetakelten Tussis einfach nicht wohl, okay? Hör mal, wenn es um dein Outfit geht, da finden wir ganz bestimmt was in meinem Schrank. Die 90er sind wieder in und Vintage sowieso. Du kannst genauso gehen, wie du bist. Du wirst sowieso die schönste Frau auf der Gala sein. Na. Bitte tu mir das nicht an. Bella, du wirst ganz viel Spaß haben. Jetzt komm schon. Wir essen ein paar Häppchen. Amüsieren uns ein bisschen über die High Society. Und gucken wir jetzt erst ins Buffetfeld. Das wird großartig. Bella, sonst geh doch ich mit. Morgen. Morgen. Sag mal, ich wollte mich noch bedanken. Also, für wie du mich gestern von diesem Typen verteidigt hast. Sowas hat noch nie jemand für mich gemacht. Ich meine, ach so, du hast ihm fast die Nase rausgerissen. Also jetzt nicht, dass ich das verurteile oder so. Überhaupt nicht. Ich fand das echt, echt in Ordnung. Mehr in Ordnung. Ich fand das richtig. Ich meine, jetzt nicht das Allgemein. Also, jetzt nicht. Also, ich habe
Ich finde schon, allgemein sollte man Konflikte gewaltfrei lösen. Das ist klar. Das Gewalt ist keine Lösung. Das ist natürlich logisch. Aber wenn halt jemand so wie der ja auch nicht spurt, dann muss man auch mal ein bisschen härter sein. Ne? Oder so. Kann ich jetzt weiterarbeiten? Klar. Es ist nicht wiedergekommen. Wahrscheinlich dehnt sich da gerade einfach was. Wo bleibt die denn? Auf jeden Fall ist es richtig, dass wir genau zu deiner Ärztin gegangen sind. Schließlich... Oh, bitte sag das jetzt nicht. Was? Dieses böse Wort. Risikoschwangerschaft? Es fehlt nur noch in deinem Alter. Vicky. So, zu den CTG-Ergebnissen. Die Herztöne sind kräftig und regelmäßig. Alles im normalen Bereich. Aber Sie sagten, Sie hatten leichtes Ziehen im Bauch? Mhm. Was hat das zu bedeuten? Ist da doch nicht alles in Ordnung, oder? Es liegen leichte Wehentätigkeiten vor. Jetzt schon? Im fünften Monat? Ist das normal? Nein. Für ein aussagekräftiges Ergebnis machen wir gleich noch einen Ultraschall und danach sehen wir weiter. Frühzeitige Wehen können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Aber gut sind sie nie. Na, keine Sorge. Wir kriegen das in den Griff. Versuchen Sie, sich etwas zu entspannen und ich bin gleich wieder bei Ihnen. Da haben wir es. Kannst du mich gleich ins Büro fahren? Du denkst jetzt an deine Arbeit? Ich muss mit Ansgar sprechen. Wir müssen eine Lösung finden. Ja, du hast recht. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Hey, Martha. Hey. Hallo. Machst du Pause? Ja, ich gehe mit deiner einen Kaffee trinken. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich wollte noch mal nach dir gucken, weil du gestern irgendwie echt durcheinander aussahst. Ja, das war ich auch. Aber jetzt bist du es nicht mehr. Doch. Aber ich habe beschlossen, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich was ändern muss. Na, das klingt doch gut. Ja. Und bei dir? Ja, ich habe auch entschieden, dass es so nicht weitergehen kann. Und dass ich was ändern muss. Na dann. Viel Glück. Dir auch. Ja, was soll das denn jetzt heißen? Dass ich meine Wochenstunden reduzieren möchte. Ist der Dienst nach Vorschrift oder was? Ja, wenn du es so nennen willst. Dazu, als Personalchefin gehört Überstunden mal zu deinem Jobprofil. Auch wenn ich kürzer trete. Ich werde meine Arbeit ordentlich erledigen. So, und wer garantiert mir das? Ja, ich. Arbeiten, die ich nicht schaffe, werde ich delegieren und Moment, ganz langsam. Du machst es dir also leicht. Ansgar, was willst du? Hä? Dass ich die Gesundheit meines Kindes aufs Spiel setze? Bleib bitte sachlich, ja? Ja, kein Problem. Zufällig ist es nämlich mein gutes Recht, Dienst nach Vorschrift zu machen. So. Ja. Und weißt du, wie sich das nennt? Klär mich auf. Mutterschutzgesetz. Ach was. Da soll sich noch mal einer wundern, warum Frauen in Führungspositionen einfach eine schlechte Idee sind. Weißt du was? Schieb dir doch deinen Chauvinismus sonst wohin. Ja. Und das gleich hinterher. Ja, und was ist das? Meine Krankschreibung. So, ich muss dann. Nochmal fürs Protokoll, du kommst heute Abend mit zu Gala. Ja. Ich hole dich um 7:30 ab. Okay. Ja. Bis dann, hm? Später. Guten Morgen. Hey. Oh, gestern gut gefeiert? Es gab nicht so viel zu feiern. Meine Jungs haben verloren. Aber war ein spannendes Spiel. Der Fußballabend. Oh Gott, das habe ich total vergessen. Sicher. Warum sagst du nicht einfach, dass du keinen Bock drauf hattest? Fußball ist doch was für Prolls.
Und als angehende Gräfin bist du ja jetzt was Besseres. Andi, was soll das? Ich hab's einfach vergessen. Das kann doch mal passieren. Also Dana hat mir gesagt, dass sie Tristan gestern extra dran erinnert hat. Wirklich? Ja. Ist aber auch egal. Hauptsache, du vergisst nachher nicht unseren Termin beim Bauherrn. Was vergessen? Sag mal, war Dana gestern Abend hier und hat er von dem Fußballabend erzählt? Oh, ja, das sollte ich dir noch sagen. Hast du aber nicht. Naja, du bist aus der Dusche gekommen, nur mit Handtuch bekleidet und habe ich irgendwie an andere Sachen gedacht. Hast du oder wolltest du es vergessen? Nein. Ja, vielleicht. Weil du keine Lust hattest auf einen WG-Abend mit meinen Freunden. Also es ging nur um ein Fußballspiel. Mach bitte nicht so ein Drama draus, okay? Es geht um meine Freunde, mit denen ich gerne einen Abend verbracht hätte. Das ist bei uns Tradition. Dann bist du eben beim nächsten Spiel wieder mit dabei. War ja klar. Was war klar? Dass dir meine Freunde nicht gut genug sind. Du gehst ja lieber auf irgendwelche Shampoos-Sausen und umgibst dich mit solchen Hohlbirnen, die dir wahrscheinlich auch noch nach dem Mund reden. Das ist doch wirklich kompletter Unsinn. Weißt du, was ich glaube? Das Ganze hier kommt dir gerade recht. Und du machst nur so einen riesen Aufriss, damit du mich nicht zur Gala begleiten musst. Ach so, glaubst du das, ja? Weißt du was? Dann wünsche ich dir heute Abend ganz viel Spaß alleine. Mich mal. Bleibt es bei unserer Kaffeepause nachher? Was? Achso, klar. Aber nur, wenn ich nicht über diese Fliegenpilzgeschichte reden muss. Versprochen. Bis später. Ja. Ciao. When I'm cold inside, you are warm and bright. You know you are so good for me, yeah. With your child's eyes, you are more than you see. You see into space, I see in your the places you've been, the things you have learned, they sit with. Am liebsten würde ich da hin und diesem Kostbogen in den Hintern treten. Der weiß doch ganz genau, dass du dich schonen musst. Thomas, das war letztendlich falscher Alarm. Die Frühwehen waren harmlos. Ich mache jetzt 2 Tage krank und dann ist gut. Gibt es eigentlich irgendetwas, was diesem Typen heilig ist? Außer Geld? Also, wenn ihr von mir redet, ich wollte nur die Paella-Pfanne abholen. Du lässt dich jetzt krankschreiben bis zur Geburt. Frau Doktor wird ganz bestimmt mit sich reden lassen. Dann soll der feine Herr Graf doch sehen, wo er bleibt. Ist ja interessant, wie sich eure Meinung zum Thema Blaumachen verändert hat, dass ich neulich das noch... Das will es ja keiner wissen. Also, ab aufs Sofa und Füße hochlegen. Na gut, also 2 Tage werde ich das schaffen. Vicky, du musst dich jetzt dringend schonen. Sowas wie heute, das darf nicht nochmal passieren. Ja, ich passe auf mich auf, okay? Aber du übertreibst es mit deiner Pflege bitte nicht. Was? Hallo. Nee, ist nichts. Ich hab nur geguckt hier. Du fragst dich wahrscheinlich, warum ich das hier an deinem Schreibtisch mache. Weil ich habe ja auch einen Schreibtisch. Aber da steht eine Schreibmaschine drauf. Nähmaschine. Da fehlt was. Auf dem Board, da fehlt ein Stoff, da fehlt ein Muster. Fühlt sich an, als würde ich unter Drogen in ein Kaleidoskop starren. Die Farbe fehlt.
Und kannst du sie vielleicht beschreiben? Also, wie fühlt sich die Farbe an? Lissabon im Regen. Lissabon im Regen. Hi. Hey. Was ist mit dir los? Hast du Lust, heute Abend auf die Musicala zu gehen? Mit Marlene? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht weckt das bei Marlene zu viele Erinnerungen. Warum? Gehst du hin? Nein, sonst würde ich dich ja nicht fragen. Was mit Bella? Will sie dich nicht begleiten? Zu viel Schickimicki. Tja, ist nicht jedermanns Sache. Weißt du, ich verlange ja nicht von ihr, dass sie mit mir jede Woche von Gala zu Gala rennt, aber ich finde, einmal ist jetzt wirklich nicht zu viel verlangt. Naja, wenn sie es so schrecklich findet. Sie hatte eigentlich schon zugesagt, aber dann haben wir uns gestritten. Und dann hat sie es sich anders überlegt. Mhm. Und wieso habt ihr euch gestritten? Weil sie der Meinung ist, dass ich ihr verschwiegen habe, dass ihre Freunde mit ihr Fußball gucken wollten. Und? Hast du? Nein, habe ich nicht. Also, nicht direkt. Ist das so schwer zu verstehen, dass ich den Abend lieber mit Bella verbringe, als mit Jessica, Pizza, Dosenchampignons und Andi? Darum geht es nicht. Du hättest ihr die Wahl lassen müssen und stattdessen hast du sie bevormundet. Also, jetzt übertreib mal nicht. Naja, ich meine, du erwartest etwas von ihr, wozu du selbst nicht bereit bist. Du kannst doch jetzt nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Doch, für Bella ist es genauso schlimm, auf diese Gala zu gehen, wie für dich einen Abend mit ihren Freunden. Ich verstehe einfach nicht, was an gut gekleideten Menschen, die Champagner trinken und sich gepflegt unterhalten, auszusetzen ist. Das sieht Bella eben anders. Ja, allerdings. Aber genau deshalb hast du dich auch in sie verliebt. Tschüss. Also ich finde, das Gerüst wirkt irgendwie ein bisschen wackelig. Am besten, ich lasse das noch mal von einem Statiker durchrechnen. Bist du dir denn eigentlich sicher, dass du diese Holzkonstruktion richtig nach Plan gearbeitet hast? Weil nicht, dass uns das irgendwie alles einkracht und man uns die Schuld in die Schuhe schiebt. Was meinst denn du dazu? Entschuldigung, ich war gerade nicht ganz da. Kann es sein, dass Tristan dir das gestern mit dem Fußballspiel gar nicht erzählt hat? Er hatte bestimmt keinen Bock auf Prolls und Fussi. Ja, oder er hat's einfach vergessen. Ach, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Ich bin manchmal auch ganz schön schusselig. Andi, kannst du schon mal alleine fahren? Ich muss noch schnell was erledigen. Okay, bis später. Danke. Hey Tristan, ich bin's. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich dich persönlich erreiche. Weißt du, wir müssen reden. Ich hab nachgedacht über unseren Streit und am besten, ich komme gleich nach Königsbrunn. Vielleicht bist du ja da. Okay, bis dann. Ich weiß, du willst nicht mehr drüber reden, aber bist du ganz sicher, dass die Aktion gestern von Juri nicht doch was mit dir zu tun hatte? Absolut. Das hätte er für jede gemacht. Du hättest ihn mal sehen müssen. Er war wie ausgewechselt, als er diesen Typen fertig gemacht hat. Komischer Typ. Ah. Aber ein gnadenlos guter Designer. Und deswegen habe ich auch einen Entschluss gefasst. Raus damit. Du weißt noch, warum ich nach Düsseldorf gekommen bin. Ja, weil du unbedingt bei SL arbeiten wolltest. Ja. Und was mache ich da? Gleich am Anfang verkralle ich mich in den einen Typen, der für mich auf immer und ewig unerreichbar sein wird. Ich meine, wie bescheuert ist es? Ja. Aber hey, jammern war gestern. Ich hatte ein Ziel und das habe ich immer noch. Ich will Designassistentin werden, Karriere machen und nur von den Besten lernen. Und der Beste ist Juri. Genau. Und darum werde ich ihm beweisen, dass er mich braucht. Als Assistentin. Rein beruflich natürlich. Ja, man sollte nur Kriege führen, die man auch gewinnen kann. Und hey, das Leben geht weiter, oder? Und wie willst du das machen mit dem Job? Ich meine, hast du nicht selbst gesagt, dass Juri überhaupt keine Assistentin will und am liebsten alleine arbeitet?
Ja. Aber vielleicht weiß er es noch gar nicht. Dann beweis es ihm. Zeig ihm, dass du die besten Ideen hast und dass du die perfekte Assistentin für ihn bist. Sorry, aber ich glaube, mir ist was ganz Wichtiges gerade eingefallen. Und was? Lissabon im Regen. Ja, schön, ne? Ey, seit er der Chef von dem großen ganzen Laden geworden ist, ist er noch schlimmer geworden. Der hat gar keine Barm mehr. Ich aber auch nicht. Wichtig ist nur, dass es Vicky gut geht. Mir geht's wunderbar. Bald geht's dir auch noch viel besser. Wie wär's mit Spaghetti Napoli? Gute Idee. Was? Das ist doch mal eine gute Idee. Du hast doch richtig Hunger, oder? Aber pass mal den Gewürzen auf. Kein Kardamom oder Ingwer. Das könnte die Wehentätigkeiten fördern. Alles klar, Chef. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Oh, jetzt ist gut! Hört jetzt auf mit diesem Wahnsinn. Ich bin nicht krank, sondern schwanger. Gar nicht Zeit. Wieder. Nein. Ah, Nicole, weißt du, wo die Kiste mit den ausrangierten Mustern ist? Na, letzte Woche stand sie doch genau hier. Ah, hab ich da rübergeräumt. Ah. Was suchst du denn? Lissabon im Regen. Wir arbeiten nur irre. Das ist es. Kaffee, schwarz, zwei Stückchen Zucker. Und ich habe noch was. Danke, kein Keks. Lissabon im Regen. Das ist Straßenpflaster im Schein einer alten Laterne. So habe ich mir das vorgestellt. Dann ist er da. Ah, der Graf ist gerade für niemanden zu sprechen. Für niemanden oder für mich nicht? Für niemanden. Aber er ist da. Okay, ich muss wirklich ganz dringend mit ihm sprechen, wenn Sie mich kurz durch. Tut mir leid, Frau Jakob. Das geht nicht. Okay, dann gehe ich wohl mal besser. Oh, das Verzeihung, aber das kann ich auch nicht zulassen, weil der Graf mich darum gebeten hat, dass Sie hier in der Halle warten. Mit verbundenen Augen. Warum das denn? Ich habe klare Anweisungen, wenn ich bitten dürfte. Was soll das? Es tut mir sehr leid, aber meine Lippen sind versiegelt. Hallo? Hallo? Hallo?
Fußball ist dir wichtig. Hab ich verstanden. Es tut mir auch leid. Ich habe komplett überreagiert heute früh. Mit der Gala und mit allem. Hat nicht von Bettruhe gesprochen, sondern dass ich kürzer treten soll. Ich bin nicht krank. Und ich mag echt nicht bevormundet werden. Ja. Vielleicht habe ich es einfach übertrieben. Okay, ich habe es übertrieben. Aber doch nur, weil ich meine es doch nur gut mit dir, Vicky. Ich weiß. Und ich ärgere mich auch über Hanska. Ja, ich meine, wahrscheinlich gibt es nur eine Lösung. Ich mache ab jetzt Dienst nach Vorschrift. Ja, das muss er akzeptieren. Und niemand kann mich zu Überstunden zwingen. Ja, am besten, ich rede jetzt gleich mit ihm. Hat das nicht Zeit bis morgen? Also, je schneller ich dieses Problem kläre... Jetzt gönn dir doch mal einen ruhigen Abend. Nur für heute, komm. Also gut, dann. Dann bleibe ich heute auf dem Sofa. Okay. Und ich halte ab jetzt meine Klappe. Versprochen. Musst du nicht. Wenn du mir die Rennbahn wieder aufbaust. Hm. Hm? Kleine Revanche. Mhm. Ich wollte ja eigentlich mit dir nach Sevilla fliegen, aber hier haben deine Jungs für die Euro trainiert. Das heilige Rasen. Sowas weißt du über meinen Verein? Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe gehört, dass hier heute ein Freundschaftsspiel stattfinden soll. Fehlen noch die Freunde. Und jetzt rate mal, wer noch mitspielt. To your heart.